Enton. Meinheit habe ich schon mal gebaut, jetzt super. Interessant. Und mit interessant meine ich eigentlich gar nicht. Die Tage waren wieder länger. Die Tage waren wieder länger. Oh mein Gott, die Tage waren wieder länger. Ich muss übrigens so lange talken, bis der Winter vorbei ist. Ich weiß, ich würde auch gerne gerade meine Aufnahmepause machen, aber ich muss jetzt einfach diesen Winter durchtocken, weil ich weiß genau, wenn ich das nächste Mal hier reingehe. Ich weiß nicht genau, was ich. Dann weiß ich wieder nicht, was ich letztes Mal gemacht habe, um den Winter ordentlich zu überleben. Und dann verkacke ich das komplett. Okay, hier sind die wieder. Die Fnau hatte ich auch vor. Sie muss ja überhaupt, bis der Winter vorbei ist, damit ich das jetzt hier überlebe. Alter, wir haben echt bald den Winter überstanden, ohne Mist. Gut, ich meine, wir haben noch das geringfügige Problem, dass wir noch nicht, dass wir es halt noch nicht geschafft haben, aber wir haben es bald geschafft. Und bald ist gut. Jetzt gehe ich mal hier oben zu den Spinnen und probiere mal, ob ich da noch was erreichen kann, ohne dabei drauf zu gehen. Meist würde mich aber mal interessieren, wo ich da langkomme, wenn ich da... Okay, da geht's auch nirgendwo mal lang. Na, kommt mit. Nimm mit! Oh mein Gott, drei davon! Das hat voll gebracht! Yay! Ich habe eine Spinne umgebracht, hatte für mein gesamtes Leben verloren. Und habe im Endeffekt eine Health Potion bekommen. Yeah! Nein, hat es nicht gebracht. Das war das Dümmste, was ich hier gemacht habe. Halt die Fresse und bleib weg. Na gut. Stuuuup. Das ist ja nur eine Axt von mir. Boah, die ganzen Männer hier. Dann kommt das mal weg hier. So, und dann... Ich wollte nur das Manual haben. Nein, tu mir nichts. Hui, mein Stone ist auch abgekühlt ein wenig. Den lege ich jetzt mal her. Woo, voll. Ich kann das essen. Kann's ins Feuer tun. Okay, alles klar. Weg damit. So. Ich überlege gerade, was man noch machen könnte so. Aber so viele Optionen bleiben echt nicht übrig. Der Winter ist auch mega langweilig. Du kannst halt wenig machen. Ich bin froh, dass die Tage langsam länger werden wieder. Dass ich dieses komische Girlanden-Ding bald nicht mehr tragen muss. Falsch, falsch. So. So. Zum Schäfen haben wir gerade nichts.
Ist natürlich auch sehr praktisch, das Ding hier. So, mal schauen, wann es kaputt geht. So, hier meine ganzen Werkzeuge mal hinpacken. Das ist schon einiges, was wir hier haben, was wir auf jeden Fall dabei haben müssen. Na gut, dann hoffen wir mal, dass es jetzt Nacht wird, gleich und schnell, und dass jetzt nicht unbedingt irgendwelche Monster wieder hier auftauchen, aber das wird wahrscheinlich eh passieren. Es ging ja jetzt schon ein paar Nächte gut, deswegen kann es gar nicht anders sein, dass es jetzt nichts auftaucht. Was hat das denn noch? Chester hat noch Papyrus, Spinnenweben. Da ist eine goldene Axt drinne. Dann nehme ich die mal gleich und dann kann ich auch das Ding hier weghauen und so. Da. Dann liegt das alles da und dann kann ich mir die goldenen Dinge jetzt nehmen. Tag 33. Ohne Mist, das läuft richtig gut gerade. Aber man soll den Tag ja nicht von dem Abend loben. Denn es sieht sehr low aus mit unserem Leben und Essen. Take that, Nature. Na gut. Lalalalalala. Ich bin froh, dass es hier seltsame Eisbeine in der Nähe nicht gibt. Es wäre nicht so cool. Na komm, go go. Ja, wieder Tag. Oh, ist kaputt gegangen, siehst du mal. Wird wieder Tag. Wird doch wieder Tag. So. Und dann walken wir. Hase. Sehr schön, haben wir wieder einen Hasen gefangen. Oh nein, ich hör's schon. Ich hör's schon. Quatsch. Ja, bleibt mir dann das... Boah, Alter, guck mal, was hier liegt. Also in der Nähe von dem Ding bleibe ich nicht, während die Wölfe mich holen. Den kannst du vergessen. Ich gehe mal in die Nähe von dem Bison sitze. Jupp, und da ist auch schon der erste. Drecksviecher Elende. Dreie, natürlich! Warum auch nicht? Oh mein Gott, Bisons, wo seid ihr? Da sind sie.
In die Nähe von dem Kleinen, ich muss in die Nähe von dem Kleinen. Ja! Endlich! Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Geworden, ich glaub's nicht. Während uns das Vieh verfolgt hat, ist Sommer geworden. Raus aus den Wintermützen. Okay, ich muss es wohl doch anziehen. Yay, es ist wieder Sommer. Ich glaub's nicht, es ist endlich wieder Sommer geworden. Oh mein Gott, das heißt, ich kann den ganzen Krempel endlich hier reinpacken. Weg damit und weg und weg und weg. Und weg damit und... Nein! Warum? Warum schneit's jetzt schon wieder? Egal. Ich baue also mich... Jetzt brauche ich nämlich das Zeug hier. So, und jetzt können wir nämlich hier ordentlich... So, was machst du denn da? Klack. Huch. Klack. Moment. So. Und dann einer hin. So, Moment. Dann da. 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 Und da. Dann droppen wir das Ding mal dahin. Warten noch das Miet. Essen den ganzen Spaß. Packen uns den Stone ein. Ja klar, nachts kann es natürlich noch ein bisschen kälter werden, aber ansonsten sollte es eigentlich funktionieren oder das wieder. Ich kann es mal jetzt hier. Can't do it, okay, es geht noch nicht ganz. Ui. Klack, klack. So haben wir ein bisschen Zeug. Vogeltrap können wir wieder aufbauen.
Bin mal gespannt, wie weit das jetzt mit dem Leben, mit dem nächsten runtergeht, wenn ich jetzt hier bin. Mit den Tagen jetzt gleich, wie weit es hier runtergeht wieder. Refine könnte ich jetzt Holz. Brauche ich momentan aber noch nicht. Ich gehe mal selber jetzt hier da.